Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Basilikum selber anbauen kann. Hier könnt ihr mein Basilikum sehen. Ich habe mir hier ja Samen geholt. So eine Packung kostet ungefähr 50 Cent, also wesentlich billiger als eine Basilikumpflanze, die man im Supermarkt kaufen kann für ja 2 oder 3 Euro und die dann meistens leider nach ein paar Wochen oder Tagen schon eingeht. Deshalb habe ich mich jetzt mal dazu entschieden, das Ganze selber auszusehen. Der Vorteil darin liegt schon mal in der Blumenerde. Ich habe hier ja nährstoffreiche Blumenerde genommen, nicht die nährstofflose, will ich fast sagen, wie man sie im Supermarkt kriegt. Das ist nämlich auch mit ein Grund, warum das Basilikum so schnell eingeht. Ja, hier könnt ihr die Hinweise auf der Verpackung sehen. Von März bis April kann man das ja im Haus machen oder ins Frühbeet pflanzen. Von Mai bis Juni auch im Freiland möglich. Man sollte die Samen auch nicht jetzt in Erde richtig einbuddeln, sondern nur oben drauf legen, etwas andrücken und die Erde dann feucht halten. Wenn es nachher ausgekeimt ist, müssen die Samen oder die Pflanze dann auch irgendwann pikiert werden. Ja, das könnt ihr hier auch nochmal lesen. Auch der Standort, sonnig warm und durchlässiger Boden, das haben wir hier. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an und dazu feuchte ich jetzt erstmal die Erde etwas an. Mit so einer Sprühflasche hier. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Basilikum jetzt im Haus, in der Wohnung auszusehen. Und ja, ich würde mal ein paar Samen jetzt hier nehmen. Und träufel die jetzt so drüber. Ein bisschen auch hier am Rand. Und nun etwas andrücken, dass die jetzt auch, wenn man es gießt, vielleicht nicht wegschwimmen. Nun sprühe ich das Ganze nochmal ein bisschen an. Und jetzt sind wir eigentlich soweit erstmal fertig. Jetzt müssen wir warten, bis das Ganze keimt. Das wird gute 2 bis 3 Wochen dauern, damit ich jetzt nicht jeden Tag nachgucken muss, ob die Erde auch feucht ist. Nehme ich hier so 2 Gummis. Und dann ein Stück ja, Frischhaltefolie. Hier habe ich auch ein paar kleine Löcher reingemacht, dass eine leichte Belüftung auch stattfindet, damit mir das nicht wegschimmelt. Und ja, so ist hier gewährleistet, dass also die Erde immer feucht ist. Gut, das Gummi sollte jetzt nicht reißen. Machen wir erstmal das drüber. Und ja, durch die Plastikfolie muss ich halt jetzt nicht jeden Tag nachgucken, ob die Erde feucht ist. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal die 2 bis 3 Wochen ab. Und schauen uns dann an, wie sich unser Basilikum entwickelt hat. Ja, jetzt ist die Zeit vergangen. Also wie wir auch gedacht hatten, war es wirklich so, dass es jetzt gute 2, ja etwas länger Wochen gedauert hat, bis es anfängt zu keimen. Hier können wir sehen, dass also die ersten Samen ausgekeimt sind und jetzt hier so langsam schon das Basilikum ranwächst. Das Ganze dauert jetzt natürlich noch, bis wir das ernten können. Wir müssen es dann auch erstmal noch pikieren, das heißt die einzelnen Pflanzen dann rausnehmen und in einen gesonderten Kleintopf erstmal einpflanzen. Das dauert aber noch. Ich würde sagen, wir bleiben hier im Ball und schauen uns mal an, wie das Ganze dann in einer guten Woche ausschaut. Und hier könnt ihr jetzt ein Update von meinem Basilikum sehen. Es sind circa weitere 2 Wochen vergangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Man kann es schon deutlich sehen. Das wird auch ziemlich dicht hier. Ja, jetzt heißt es noch ein bisschen abzuwarten, bis die Pflanzen wachsen. Und als nächstes werde ich euch dann zeigen, wie man den Basilikum pikiert und dann lassen wir ihn weiter wachsen und dann kann man ihn im Prinzip auch schon ernten. Das sind also die nächsten Schritte, die ihr sehen werdet im Video. Der Stand heute ist dieser, wie ihr hier sehen könnt und den Rest gibt es dann zu gegebener Zeit. Hier gibt es jetzt das Ergebnis nach 2 Monaten Anbau von meinen Basilikumpflanzen. Ihr könnt das hier sehen, die sind richtig schön gewachsen. Auch das Ganze hier ist sehr dicht geworden. Ich hatte es ja gesagt, ich werde dann die ja, Basilikumpflanze pikieren. Ich habe das jetzt hier schon mal gemacht. Deshalb sieht das jetzt so ein bisschen ja, mitgenommen aus. Das muss ich jetzt hier noch ein bisschen andrücken und dann auch einmal wieder angießen. Dann richten die sich auch nach einer Zeit wieder auf. Denkt immer daran, Basilikum braucht viel Wasser und auch Nährstoffe in der Erde. Ich habe jetzt auch frische, nährstoffreiche Erde genommen, wo ich das Basilikum wieder reingepflanzt habe. Und ich hole jetzt hier die Pflanzen ja einzeln oder zu zweit vorsichtig raus, indem ich das hier mit so einem Löffelstiel oder einem anderen ja, Gegenstand, der vielleicht nicht unbedingt scharf sein sollte, rausbuddle oder hake, so ein bisschen rausdrücke, ohne möglichst die Wurzel zu verletzen.
Hier könnt ihr das sehen, hier habe ich schon ein schönes Stück jetzt rausgeholt, was ich dann auch hier mit einpflanzen kann. Das werde ich jetzt bei den anderen Sachen auch so machen. Ich werde hier noch weitere schöne Pflanzen, die fertig sind, rausholen und hier in meinem Topf pflanzen. Euch das Ganze dann kurz nochmal zeigen, wenn es fertig ist. Und dann kommen wir auch zum Abschluss des Videos. Ja, fertig ist das Ganze erstmal. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, dadurch, dass ich hier auch alles dreckig gemacht habe. Das Basilikum ist jetzt so ein bisschen auch platt gedrückt, wird sich aber die Tage jetzt auch wieder aufrichten. Hier könnt ihr das sehen. Sind also wirklich ja, schöne Blätter geworden. Und auch hier, das, was ich jetzt neu pikiert oder eingepflanzt habe, ließ sich auch wieder kräftig an. Und ja, hier habe ich noch verbleibenden Basilikum. Auch hier werde ich die großen Pflanzen noch rausnehmen und in andere Töpfe geben. Das kann ich dann an ja, Bekannte weiter verschenken. Das ist, denke ich, kein Problem. Das wird man immer los. Und danach werde ich, wie es aussieht, die Küche noch sauber machen. Aber gut, das soll jetzt zum Video gewesen sein, wie man Basilikum anbaut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gern meinen Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.